Japan. We're getting great exposure here. News travels fast about our run for the tag team championship, and surprisingly, I'm starting to think Eric is... You pigeons are pretty cocky for a bunch of nobodies. You guys have a better chance of making a baby than taking our titles from us. Well then, SC, why don't you back up those empty words by putting that title on the line? What are you afraid of? We ain't afraid of nothing! You want a shot at the title? You got it! Lockdown is coming up, and we will school you there. But one condition, Holmes. If you lose, you two chicken heads gotta break up your little team and swear the Latino Nation forever. Deal? Oh, yeah. We got a deal. Are you crazy? I'm not doing that. Then beat him. Then you won't have to. Ladies and gentlemen, get ready for tag team action. Ladies and gentlemen, make... And now, making his way to the ring. Entering the ring at this time, from... Making his way to the ring, he is one half. Die Erwartungen an diesen Kampf übersteigen alles. Alle wollen diesen Kampf sehen. Los geht es! Er hat ihn umgehauen. Oh, genau in die Nüsse. Sowas sieht keiner gerne. Wie hat er das nur kontern können? Mann, das war genau ins Gesicht. Er kann nicht aufstehen, wird brutal geschlagen. Wow, schöner Konter. Hat sein Angriff sofort gestoppt. Oh, unter der Gürtellinie. Der Treffer ging direkt auf die Nüsse. Aus den Segeln. So ein Treffer kann ein Wrestler ins Krankenhaus bringen. Er wurde im Gesicht erwischt. Wie lange kann er sich noch auf den Füßen halten? Es wird ihm nicht erlaubt, aufzustehen. Kontrolliert seinen Puls. Er bewegt sich nicht. Was will er damit tun? Jetzt los! Genau auf den Kopf! Was für ein starker Schlag! So macht man einen DDT! Und einen Irish Whip! Oh nein! Genau an der Ringseite! Nicht aufstehen. Er wird pausen. Er schießt ihn ab. Er ist benommen und verwirrt. Er hat ihm ins Gesicht geschlagen. Das hat ihm wahrscheinlich die Nase gebrochen. Wahrer Schmerz ist auf dem Weg. Er erlaubt es ihm nicht aufzustehen. Genau auf den Kopf. Gnade für seinen Gegner. Oh, schöner Konter. Denn nichts kontert er mit der Powerbomb. Er liegt platt da. Irish Win. Vielleicht hat er
sich seinen Hals gebrochen. Das war ein perfekter Neckbreaker. Seine Augen sind ganz glasig. Und er verliert seinen Puls. Er bewegt sich nicht. Er wird das Ding auf seinem Kopf zerbrechen. Was zum Teufel will er damit? Es wird ihm nicht erlaubt, aufzustehen. Irish Whip! Schaltet das Licht aus. Er versucht den Pin. Und er reißt es ab. Er hat ihn platt gewalzt. Er hat ihm genau ins Gesicht gehauen. Nie im Leben! Nie im Leben! Nein! Oh, er bewegt sich nicht. Vielleicht hat er sich seinen Hals gebrochen. Das war ein perfekter Neckbreaker. Wie unmenschlich! Eine echte Horrorshow. Prüfen, ob er noch lebt. Er wurde eben mit dem Gringo Killer fertig gemacht. Es ist unwirklich. Sowas kann ein Wrestler ins Krankenhaus bringen. Er bestraft ihn und er ist wehrlos. Das ist abgefahren, oder? Nein! 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 Genau in die Nüsse! Sowas sieht keiner gerne. Oh Mann, genau in die Eier! Wow, das war ein schöner Konter. Das habe ich hier gespürt. Nächster Halt, El Paso, Border Toss. Verschlägt einem den Atem. Präzise durchgezogen. Jetzt kommt der echte Schmerz. Oh, genau ins Gesicht. Oh, Bums, das muss wehtun. Pass auf da unten. Oh Mann, das muss wehtun. Ah, er bestraft den leblosen Körper. Oh, ohne Riechsalz wird das nichts. Klasse! Er hat gerade den Youngblood Neckbreaker geschafft. Wow, er hat es einfach abgerissen. Er zeigt keinen Rest. Sehen Sie, schöner Konter. Er kontert mit einem schrecklichen Angriff. So macht man einen DDT. Auf den Kopf. Er hatte die Zähne. Er hat gerade den Youngblood Neckbreaker geschafft. Oh Mann, au, das muss wehtun. Er erlaubt es ihm nicht aufzustehen. Schöner Konter. Er schießt ihn ab. Er sorgt für Druck. Ich kann nicht glauben, dass er da rausgekommen ist. Au! Absperrung. Er feuert ihn mit der Irish Whip in die Seile. Kontrolliert seinen Puls. Er bewegt sich nicht. Autsch! Er zeigt überhaupt. Er weiß, wie er klammern muss, sodass man nicht mehr rauskommt. Ich kann nicht glauben, dass er da rausgekommen ist. Er kann nicht aufstehen. Wird brutal geschlagen. Schwankt. Der DDT hätte seinen Hals brechen können.
Ins Gesicht. Das ist einfach frech. Haben Sie das gesehen? Oh, das wird wehtun. Oh je, sehen Sie sich das an. Was für ein Monster. Oh, er hat ihn zurückgehauen. Oh, den habe ich sogar hier gespürt. Er zeigt keinen Respekt. Mach die Halskrause klar. Er wurde vom Neckbreaker getroffen. Er sollte besser aufwachen. Ah, er bestraft den leblosen Körper. Er feuert ihn mit der Irish Whip in die Seile. Los geht es. Man sollte einen Arzt rufen, weil er ihn mit dem Neckbreaker getroffen hat. Gnade für seinen Gegner. Oh mein Gott, so macht man einen DDT. Es wird ihm nicht erlaubt, aufzustehen. Irish Whip. Schön. Er steht völlig unter Strom. Oh, genau in die Nüsse. Mamma mia. Oh, das wird klasse. Zeigt überhaupt keine Gnade. Was für eine Bombe. Das muss wehtun. Seine Knie sind weich. Das hat sein Gesicht zertrümmert. Seine Knie sind weich. Er ist ein Monster. Er erlaubt es ihm nicht aufzustehen. Oh Mann, genau in die Eier. Wo sind seine... Irish Whip. Er ist wirklich in Topform. Er war fast am Ende. Und bums, was für ein Konter. Oh, jemand sollte seinen Mund mit Seife auswaschen. Oh, er kann nicht aufstehen. Er wird pausenlos angegriffen. Los geht's. Prüfbar, ob sein Hals gebrochen ist. Das war der Gringo-Killer. Ladies and Gentlemen, das ist ein Meilensteinsieg in seiner Karriere.